Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ich euch wieder begrüßen darf zu einem neuen Video, Unpacking-Video. Ich bin wieder zurück aus meinem erholsamen Urlaub. Wir waren diesmal im Bayerischen Wald. Eigentlich wollte ich mal so ein kleines Painting-Video im Urlaub machen, aber habe dann tatsächlich ja, ein bisschen an meinem Ranz weiter gepaintet. Nur war es dann so, dass ich zeitlich echt verschiedene Ausflüge gemacht habe und so ergab sich's eben mal nicht, dort schnell ein Video zu drehen. Dafür habe ich jetzt ganz tolles Unpacking-Video von euch, für euch, sorry, von der Firma Dificlubs. Das lag dann natürlich schon bereit. Man freut sich nach dem Urlaub so ein bisschen dann schon wieder auf zu Hause und ganz besonders, wenn man weiß oder ahnt, ich habe vielleicht Post bekommen. Genau, diese Päckchen sind von DP Club und zwar gedauert hat die Lieferzeit so um die 2 Wochen. Ich durfte mir, ja, da gab es dann auch wieder ein bisschen Prozente drauf, was aussuchen. Also ich kann DP Clubs nur empfehlen, die haben immer preisgünstige Bilder oder Sachen und das hier, glaube ich, das kleine, das kam einfach gratis. Ich zeig's euch, ich pack's jetzt mit euch gleich aus. Während es raschelt, spreche ich natürlich nicht, sonst könnt ihr mich nicht hören. Und ich bin schon ganz aufgeregt. Wir machen erst das Große auf, ne? Ja, ich weiß schon, was es ist. Einmal eins, dann zwei, dann drei. Die Tüte ist leer. Tun wir weg. Packen wir als erstes mal das hier aus. Manchmal kann man die so toll aufziehen. Probier das eben mal aus. Geht gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe, ne? Das ist klasse. Päckchen ist leer. Das ist ein. Oh! Ah! Das ist sehr toll. Das ist ein Mandala. Und zwar diesmal ist es ein Mandala-Vollbild. Ihr seht's und ich muss sagen, es hat mal große Zahlen drauf. Es ist, dass ihr das auch mal im Ganzen seht. Ich habe eine neue Kameraeinstellung. Ich fand die irgendwie besser. Guck mal, ob auch das Video dadurch echt besser wird. Im Moment finde ich ja. Also das ist dieses tolle Mandala-Vollbild. Kein Teilbild, weil die ganze Klebefläche zu painten ist. Es ist Portglue, gegossener Flüssigkleber, super Klebekraft. Guckt ihr das? Und das erkennt ihr immer an der durchsichtigen Folie, falls ihr noch kein Video von mir gesehen habt. Ihr dürft auch gern liken oder ein Abo dalassen. Das kostet euch nichts und ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Ja, jetzt nochmal zu dem Bild. Da hat seine Legende, die DMC-Nummer. Sondersteinchen haben jetzt immer so ein Q davor, also Q 147, sorry, Q 144. 144 ist ja meistens so ein Gelb, die sind dann auch noch mal so eingekreist. Es hat 10 Farben. Es hat auch nur oben links eine Legende, aber bei dem kleinen Bild, also 30 mal 30, wir messen. Zu paintende Fläche ist tatsächlich ja 24, nee, nicht ganz, 23,5, wahrscheinlich mal 23,5, gucken wir mal. Ja, mal 24. Sorry, meine Nase kribbelt ein bisschen. Geht wieder. Dafür ist das Video halt live. Genau, also das ist 23,5 mal 23,5 die tatsächlich zu paintende Fläche. Ich denke, das kommt gut raus, weil bei so einem Mandala kann ich mir das sehr gut vorstellen. Dabei ist auch wieder ein klassisches Toolkit, Wachs, grünes Schiffchen, Paintingstift, so eine Plastikpinzette. Die stelle ich mir, ich mache es mal auf. Sehr gut vor, gerade bei diesen größeren Steinchen muss ich mal ausprobieren, ob ich da mit dieser
Plastikpinzette gut beikomme, das muss man sehen. Aber das Toolkit ist okay. Das finde ich gut. Hier die Steinchen sind alles Strasssteinchen. Rosa, Türkis, Aquamarin, Lila. Auch so größere hat es. Dann hat es hier die anderen lila Steinchen, so grüne Steinchen. Also auch größere und kleinere Steinchen. Mag ich immer ganz gern, weil das lässt sich einfach schön painten. Wie gesagt, alles Strass. Sieht schon mal sehr gut aus, die Qualität. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. Und Mandalas, finde ich, die haben immer so was Beruhigendes. Das macht man gern. Dann habe ich geshoppt. Das kommt später wieder in die Verpackung rein. Mal gucken, was das hier ist. Braucht mal ein bisschen Kraft. Ganz aus der Puste fast, gell? Aber ich habe jetzt wieder Energie, weil ich jetzt eine Woche in Urlaub war. Ich sag's euch, das war so erholsam. Es hat echt mal gut getan. Nochmal so vorm Winter. Jetzt wird es schon richtig herbstig. Heute war es so regnerisch. Nochmal Kraft getankt zu haben. Genau. Ich guck mal einfach mal da rein. Was habe ich da geshoppt? Oh, nochmal ein. Nee, kein Mandala. So was Ähnliches. Sieht fast so aus. Ah, das ist cool. Das ist ein Teilbild. Ich zeige es euch auch gleich. Weil da ist dieser Bereich hier nicht zu painten. Darum ist es so ein großzügiges Teilbild. Hat auch irgendwie nur 5 Farben. Cool. Hat einen ganz klaren Druck. Das andere vorher hatte auch so einen klaren Druck. Ihr seht, das ist so dieser Baum. Ach, und es sieht fast aus, wie wenn ihr jetzt so Specksteinfiguren kennt. Wenn da 2 sich so im Arm hätten, finde ich. Also es ist eine reine Interpretation dazu, aber sehr, sehr schön. Es hat, wie gesagt, diese Symbole. Es nennt sich hier auch nur Symbol und hat 5 Farben. Rechts eine Legende, links eine Legende. Es ist wieder Portclue gegossener Kleber. Gute Klebekraft. 30x30. Ich denke, auch diese Klebefläche ist kleiner. Das ist mal schnell gepaintet. Sowas mag ich ja auch mal, was flux geht. Vielleicht für den Winter. 24, ja, knapp 24 cm. Mal, ich liebe das so, dieses Nachmessen, 24 cm, also es ist wirklich mal ein kleines Snackbild, was man mal eben schnell gepaintet hat mit diesen schönen Sondersteinchen. Auch hier will ich euch nicht vorenthalten, ein klassisches Toolkit, Stift, Schiffchen, Wachs, diesen Zipperbeutel kann man auch immer super verwenden für verschiedene Dinge, im Alltag auch sehr gerne und die Schiffchen, ich sag euch, die könnt ihr immer brauchen. Steinchen. Ja, da hat es diese Sonderdiamanten in diesem weiß durchsichtig, in diesem smaragdgrün schimmern. Richtig schön. Und dann haben wir hier noch so die lilafarbenen Steinchen und rot. Seht ihr das? Es ist so ein bisschen, ist da nämlich schattig durch die Beleuchtung, aber ich gucke, dass ich das immer euch gut einfange. Und wenn ich das gepaintet habe, mache ich ein Review-Video. Wann allerdings, weiß ich noch nicht. Ich habe noch so ein paar andere Projekte, aber ich bin schon fleißig am Painten und jetzt, wo ich wieder neue Energie getankt habe, bin ich wieder voller Tatendrang. Habe tatsächlich heute auch schon ein bisschen an meinem einen Bild weiter gepaintet. Ja, also das war Bild Nummer 2. Jetzt kommt was, das ich eigentlich nicht im Video auspacken wollte. Aber ich habe gedacht, ich zeige euch mal was total Spannendes in meinen Augen. Und zwar, das hat diese total spektakuläre Verpackung. Also ich sage jetzt 100-mal total, sorry. Sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach, diese Verpackung schon. Richtig hochwertig, Diamond Painting. Oh, ich liebe sowas. Also das ist eigentlich ein Geschenk, aber pst. Ja, und mir gefiel das, weil die haben da wieder mal alles richtig gemacht von DP Clubs.
Ich sag's euch, wie es ist. Die haben mir eine Mail geschrieben und unten machen die schon immer aus Werbezwecken so tolle Bilder rein, wo man schon sieht, was man vielleicht wieder bestellen könnte. Ich wollte eigentlich nichts mehr bestellen. Nur das hat mich so angesprochen, dass ich es haben wollte. Ja, ich habe das spontan in meiner Mittagspause bestellt. Sehr schön. Und das sieht man schon ein bisschen von außen, was es ist. Also die Verpackung total hochwertig. Ich hoffe, dass es ganz ist. Ich bete, es wäre traurig. Es ist aber kleiner, als ich dachte. Aber macht nichts. Oh, ich flippe aus. Ich flippe vor der Kamera aus. Sorry, es ist wirklich, ich habe gewusst, ich habe mich so auf dieses gefreut, weil das schenke ich einem Herzensmenschen. Das sage ich jetzt auch in dem Video, weil ich weiß, diejenige, die dieses bekommt von mir, ja, schaut auch meine Videos. Ich mache das aber ganz clever. Ich stelle das Video ein. Ich habe schon eine Idee, wie ich es mache. Genau. Egal. Also wir schauen uns das zusammen an, weil das ist mega, mega schön und das war nochmal sowas, wo ich gesagt habe, das bestelle ich, aber das paint ich nicht selber, sondern das darf diejenige, die das bekommt, selber painten, weil ich weiß, sie liebt Painting, sie ist ein absoluter Herzensmensch von mir. Genau. Ja. Und sie kriegt das als Zeichen meiner, ja, weil ich sie so gern habe und so lieb habe. Da seht ihr es, das ist dieser Baum. Also es ist echt cool, das ist so ein Aufsteller. Ich zeige es euch nachher. Das ist dieser Baum mit diesen Blüten. Könnten auch so Art Kirschblüten sein. Und da unten ist es so eine Art Tile-Painting-Bild. Sind diese Blumen, die Tulpen, die ja schon fertig, die man nicht painten muss, die Blüten, sondern nur die Stiele und das Gras. Also das ist süß. Ich sage es euch. Ich pack's jetzt mit euch alles. Ich freue mich so, weil es so schön ist. Ja. Upsala. Also das wäre auch was für ein Kind. Genau. Das ist so ein Gorius. Ihr wisst, dass ich diese Gorius-Mädels über alles liebe. Und ich kenne da jemand, die liebt die genauso wie ich. Und die kriegt das, weil das ist so süß. Dieses Mädchen ist halt viel kleiner, als ich dachte. Ich dachte, es ist nochmal so ein paar Zentimeter größer, aber wurscht. Es ist putzig. Guck mal, wie süß das auf dieser. Ja, ist doch eine Wolke, ne? Wolke sitzt. Es ist wirklich Vorder- und Rückseite zu painten. Das ist auch wieder dieses Plastik. Hat da seine Löcher drin, dass man es das dann durch diese Kette an den. Pa ah, an den Baum, Quatsch, an den Baum so hinmacht, dann, ach, ich mach's mal. Einfach, dass ihr seht, wie das aussieht. Ich nehme jetzt für das Video echt Zeit, weil ich habe jetzt auch schon länger so keine Unpackings mehr gemacht. Und dass ihr einfach mal seht, es gibt auch andere Sachen von Diamond Painting. Ich bin noch gerade am Überlegen. Bin ich jetzt zu doof? Ja, wie man das am besten befestigt. Ich sag's euch, ich bin manchmal bei so Sachen einfach ein bisschen unbegabt. Es gehört nämlich, glaube ich, gar nicht dazu. Nein, gehört es auch nicht. Hi, das sind feinmotorische Herausforderungen. An diesem Abend. Spektakulär. Ja, aber ich habe mich so auf dieses Mädchen hier gefreut, weil das hat es mir echt als Werbung angezeigt und das musste ich haben. Da habe ich gesagt, das ist was, das. Ja, es hat geklappt. Es muss ich haben. Also da bin ich wirklich, sage ich immer so, ist in mir so ein kleines Kind geweckt, wo sagt, ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, dass ihr selber sagt, das muss ich jetzt haben, das gefällt mir. Ja, beziehungsweise ist es ja gar nicht für mich, es ist ja, wie gesagt, ein Geschenk. Ha, da wird sich wieder jemand freuen. Ich mache so gerne auch andere Leute glücklich, ich sage es euch ehrlich.
Ich bin so ein Mensch, wo gerne auch anderen Menschen eine Freude einfach macht, weil ich mich freuen kann, wenn andere sich freuen können. Ja, und es war jetzt, vom Preis her war es auch okay. Ich blende euch die Preise ja wieder ein. Ich verlinke euch den Shop. Ich verlinke euch die Artikel in der Infobox. Ihr dürft mir auch gerne mal Fragen schreiben, wenn ihr mögt. Genau. Eieiei. Ist das süß. Guck mal. Das kleine Mädchen auf dieser Schaukel. So sind doch Kinder, oder? Kinder, also ganz ehrlich, die sitzen doch auch so auf der Schaukel und träumen mal vor sich hin. Und das ist doch einfach schön. Ich setze mich halt selber noch auf so eine Schaukel. Genau, jetzt müssen wir mal gucken. Ah, also entweder gibt es diesen Aufsteller, ganz kapiert habe ich es noch nicht, der hier zu painten ist. Dann hat man hier auch nochmal was zum Painten. Und irgendwie ist hier noch dieser Plexiglas, durchsichtige, da kommt, ist auch so eine Schutzfolie drauf, die man abziehen kann. Hat es was mit Stabilität, Stabilität, dass das halt stabiler ist, zu tun, dass es zwei sind, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, ich glaube fast, hier ist es. Ich höre gerade in meinem Kopf Gruselmusik. Jetzt mache ich es gleich kaputt. Naja, auf jeden Fall, das gehört dann da reingesteckt. Ich glaube, das liegt einfach daran, weil hier noch die Folie drüber ist, dass es nicht reinpasst. Kann ich mir jetzt gut vorstellen, wenn da die Folien weg sind dann und es gepainted ist, dann geht es einfach besser. Seht ihr das? Ihr seht es nicht richtig. Ich wollte euch doch mal so eine Draufsicht geben. So sieht es dann aus, wenn dieses süße Mädchen auf dieser Schaukel sitzt, an diesem Baum und vor sich hin träumt. Das ist schön. Und das hat eine richtig gute Qualität. Ich sehe das jetzt schon. So sieht es nochmal aus für alle, die Schnuckelpützchen sehen wollen. Das ist wirklich schnuckelig, dieses Mädchen auf der Schaukel. Ei Gott, ist das schön. Das ist echt, das ist ein Traum. Das ist ein Traum. Und hier nochmal die zu paintende Unterseite, wo man das dann so draufstellt. Also ich mache das jetzt nicht, dass ich es kaputt mache. Wäre es jetzt für mich, hätte ich es gemacht, aber ich kenne mich da. Lieber in Ruhe und Zeit. Guckt diese schönen Farben, alles strass. Glitzer, glitzer, bling, bling. Und hier nochmal Sondersteinchen für die Blütchen im Baum. Also man sieht auch die Painting-Fläche und weil da gibt es ja jetzt keine Legende, wie macht man das ohne Legende? Also die Steinchen hier haben auf den Tütchen, auf dem Package die Nummern, 10 zum Beispiel. Und ihr müsstet dann, gucke ich mal, ob es hier auch ist. Nee, der Fuß hat die Farbe nicht, aber. Oh, vor dem, was passiert. Ihr müsstet dann, genau, das Mädchen hat hier oben im Haar 10. Also ihr habt dann die Nummer von dem Painting-Package, Päckchen, Steinchen da drauf. Und es hat einen klaren, deutlichen Druck, muss ich sagen. Man kann die sehr gut erkennen. Die Zahlen sind ein bisschen klein gehalten, aber total gut zu erkennen. Die 7 sieht man klar und deutlich raus. Also das seht ihr wunderbar. Und es ist echt so süß gemacht. Es ist ganz schön, ist gar nicht so leicht. Also wenn das Mädchen so da dran hängt, das hat schon ein bisschen Gewicht. Wir messen es mal aus, ne? Ihr seid ja auch so Fans wie ich, wo das bestimmt mal wissen wollt, wie groß. Der Baum hat 19 Zentimeter, nein, 29 Zentimeter. Wir müssen halt so ein bisschen Luftraum abziehen. Ja, also das ist schnell gepaintet. 20 Zentimeter und das Mädel, das ist süß, ne? 10 Zentimeter auf 10 Zentimetern und da ist ja auch nicht alles zu painten. Also es ist wirklich schön. Erstklassige Qualität. Ach Gott, ist das süß. Weil ich habe immer nur diese Gorjus Ganzbilder, Vollbilder und das ist jetzt mal was anderes von Gorjus. Last but not least. Auch da ist ein Toolkit dabei. Eins mit Stift, Wachs und Schiffchen. Und das sind sogar Zipperbeutel für die Steinchen.
Finde ich sehr schönes Toolkit. Ich packe es jetzt wieder ein. Ja, und hier vorne drauf seht ihr auch schon, da sieht man schon das süße Mädchen, ne? auf der Schaukel sitzen. Ich lasse es aber mal noch außen, wisst ihr. Ich mache noch ein Foto für das Layout von meinem Video. Ich mache es einfach nur mal auf Seite geschoben und gut ist. Dann habe ich noch was, das letzte, das ich irgendwie so dazu bekommen habe. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich ein Dauerbesteller bin. Ach nee, ich weiß es wieder. Ich bin echt erschrocken. Ich habe die Packung gerade gesehen, wie ich die da raus habe und habe nur gesehen, dass das hier so, ja, dachte schon, hä? So Leuchtedinger mobile. Aber ich habe gerade niemanden, wo das brauchen könnte, sozusagen. Und ich bin jetzt auch nicht dieser mobile Leuchte-Fan. Aber ich habe es kapiert, da vorne auf der Schachtel ist es immer drauf. Also falls ihr mal sowas bestellt und wundert euch, was in der Box ist, es ist immer vorne ein Bild von dem, was ihr bestellt habt, drauf. Ja. Yeah. Mein lieber Gesang. Ich habe mich gar gewundert, was das ist. Ups, es ist echt ein Leuchtedingen. Aber, oh Gott, ist der hübsch. Hä? Ja. Also einmal ist es ein zu paint, ne? Nikon, ich hatte das halt auch noch nie, ne? Und Video ist live, drum mache ich auch mal so hä und ha. Also das ist ein Nikolaus. Der ist aber süß. Ach Gott, ist der putzig. Der lacht so schön und hat da seinen Baum und ach ja, schön. Richtig weihnachtlich. Das ist doppelseitig. Wieso ist denn der jetzt doppelseitig? Ich glaube, dann ist der besser vom. Sag mal. Ja. Sorry, dass ich zu lachen muss. Und hier ist dabei Werkzeug. Oh, das ist mal richtiges Werkzeug. Den kann man als Lampe mit LED-Lichtern leuchten lassen. Wunderschön. Und hat auch diese Strasssteinchen. Die Painting-Fläche hat wieder die Zahlen hier auf den Matches. Sorry, ich muss jetzt echt mal. Es ist eine Lampe, aber ich glaube, man könnte es auch ohne Lampe verwenden. Ich schaue mal, wie es mir besser gefällt. Man kann ja auch einen Faden hinmachen und so aufhängen. Also er ist 18 mal 14 cm. Doch, der ist schön. Mir gefällt der. Das ist was zu Nikolausi. Mhm. Feiert ihr auch Nikolaus? Also bei uns ist das so Tradition, abends werden die Stiefel rausgestellt und früh hat halt dann der heilige Nikolaus was in der Nacht gebracht, wenn man brav war. Und morgens gucken dann die Kinder oder auch die Eltern ganz gespannt, ob sie was bekommen haben, ob sie auch brav waren. Hm, ich bin gespannt. Ja, vielleicht habt ihr auch so einen Nikolausbrauch. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben oder eine Mail. Mailadresse ist ja auch immer verlinkt. Genau, die Steinchen nochmal gucken. Also es sind Strasssteinchen. In allen möglichen Farben, die dazugehören. Rot, grün, hell und dunkel und Bernstein und so schwarz. Und es ist so ein Weiß bestimmt für den Bart vom Nikolaus dabei. Ja, die Sachen habe ich geshoppt. Die haben mir noch gefallen. Ich hoffe, euch hat wieder mein spannendes Video, Auspackvideo, Unpacking gefallen. Mir macht es immer sehr viel Freude und habe mich jetzt auch wirklich drauf gefreut, mal wieder nach längerer Unpacking-Videophase wieder eins machen zu dürfen. Ich wünsche euch was, ihr macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!